Liebe Community, herzlich willkommen zurück zu Train Some World. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wenn wir heute, haltet euch fest, die gesamte S-Bahn-Strecke von Wuppertal-Steinbeck zum Hagen Hauptbahnhof fahren. Also das ist doch schon mal eine Ansage. Also die komplette Strecke, das ganze Add-on seht ihr heute in einem Video. Und ich würde sagen, ihr macht es euch bequem. Wir müssen jetzt unsere Bahn erstmal bereit machen und fahren dann gleich los. Wunderschönes Herbstwetter. Gar nicht so kalt, ja, gar nicht so warm. Und wir fahren eine Doppeltraktion. Und ich muss mich erstmal, bevor es losgeht, bei euch bedanken für die ganzen netten Kommentare unter den letzten Videos. Gestern oder vorgestern gab es auch einen anderen Simulator. Und zwar haben wir OMSI 2 wieder gestartet. Das legendäre Let's Play hier auf dem YouTube-Kanal. Falls du es noch nicht gesehen hast, unbedingt nach diesem Video die OMSI-Folge gucken. Ich kann euch sagen, da passieren Sachen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wenn ihr euch noch mehr Simulatoren wünscht, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen und schlagt mir diese auch gerne vor. Jetzt quatsche ich aber gar nicht so lange, sondern begebe mich direkt hier zu meinem Zug. Das hier ist unsere BR422, die wir heute zum Hagen Hauptbahnhof fahren. Ihr seht schon an der Zielanzeige und wir müssen den Zug erstmal bereit machen. Boah, das ist aber hier ein krasser Abstand. Mind the gap between the train and the platform. So. Als erstes, zack, vorwärts, Türen auf. Ich mach das hier mal zu, ein bisschen Privatsphäre. Ich will nicht, dass die mir die ganze Zeit in den Nacken starren, die Leute. Scheinwerfer an, Beleuchtung Fahrgastraum haben wir an. Wir können natürlich hier vorne auch noch sagen, wir machen das hier an und schalten das hier an und dimmen das ein bisschen. Dann können wir natürlich auch hier den hier machen, ihr kennt das ja. Und warten jetzt, bis die Fahrgäste eingestiegen sind. Machen die Türen zu. Und müssen nun zur nächsten Haltestelle Wuppertal Hauptbahnhof fahren. So. Und viele von euch haben mir in die Kommentare geschrieben. Alter, hier fliegt so ein Fliegetier genau in meinem Gesicht. What the fuck? Viele von euch haben mir in die Kommentare geschrieben, ich soll doch mal mit PZB und SIFA fahren. Ich würde euch daher einen Vorschlag machen. In Kürze kündige ich auf meinem Twitter-Kanal oder auf meinem Instagram-Kanal oder Facebook, wobei eigentlich auf allen, mal einen Livestream zu Train Sim World an. Ja? Wenn ihr Bock darauf habt. Und dann schreibt ihr mir mal in die Kommentare, ob ihr Bock darauf habt und ihr helft mir dann. Ja? Hier Regionalbahn, Regionalexpress, S-Bahn, hier ist einiges los am Wuppertaler Bahnhof. Ihr helft mir dann und, oder ihr folgt mir einfach auf Twitch, der Kanal heißt Heideltraut. Ja, aber am besten ist immer in den sozialen Medien, dann verpasst ihr keinen Stream oder so oder kein Video. So, Wuppertaler Bahnhof erfahren wir auf dem letzten äußersten Gleis an und gucken mal. Da fahren wir mal ganz schön langsam hier rein. Ich habe übrigens ein paar Sachen ausgeschaltet, ne? Sieht jetzt deutlich besser aus. Man kann auch noch mit ein paar Config-Files, wenn man da ein bisschen dran arbeitet, die Weitsicht ändern. Dann flimmert es eigentlich nicht mehr so. Kann man machen, aber braucht man auf jeden Fall mehr Grafikspeicher. Ich bin jetzt zu weit nach vorne gefahren, weil ich gequatscht habe. So, Tür auf. Alle Fahrgäste einsteigen. Oh. Da fährt der Regionalexpress? Auch nach Hagen. Jetzt ist man schneller da. Den sind wir ja schon gefahren. Die Strecke sind wir auch schon gefahren, ne? Also wer das Video noch nicht gesehen hat, es gibt ja zwei unterschiedliche Abschnitte. Seht ihr ja, hier, ne? Kann man einmal, warte mal, hier trennt sich das. Hier fahren wir jetzt gleich lang mit der S-Bahn. Und es gibt hier noch die Strecke mit dem Regionalexpress. Ja? Damit ihr das ungefähr so ein bisschen im Köpfchen habt. So, Tür zu. Jetzt eiern wir ein bisschen dem Regionalexpress hinterher. Ich würde es cooler finden, wenn man integriert Ansagen hätte von der Deutschen Bahn Original. Ich verstehe nicht, warum die das von Train Sim World einfach nicht machen. I don't know. So, ich glaube. Ah ne, wir haben keinen Gleiswechsel. Nächste Haltestelle ist Wuppertal Unterbarmen, Bahnsteig 4. Oh, ich fahre zu schnell. Entschuldigung. Ich finde es auch doof, dass man die ganzen Add-ons hier, die S-Bahn und so, nicht auf andere Strecken nutzen kann. Alter, hier fliegt die ganze Zeit so ein Fliegetier rum. Das wird uns jetzt das ganze Video begleiten. Boah, voll viel Verkehr hier auf der Strecke, ne? Da kommt schon wieder die Regionalbahn. Ist ja einiges los. Und ich finde es krass, wie viele Leute mir in den Kommentaren geschrieben haben, dass sie einiges wiedererkannt haben. Das fand ich ganz cool. Vielleicht seid ihr diesen Streckenabschnitt schon mal selber gefahren. Zum Beispiel zur Arbeit oder so. Und erkennt auch gleich was wieder. Weil wir fahren jetzt nämlich gleich ein bisschen anders. Und nicht über Ennepetal, sondern es kommen noch andere Stationen. Ja. Aber schön mit 80 in den Bahnhof reinrollen. Da sehe ich mich.
Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wuppertal Unterbarmen. Ja, okay. So, schön langsam. Ich muss sagen, bei meinem ersten Video zu Trainsable habe ich nur Scheiße gebaut und die Bahnsteige immer verpasst. Ihr erinnert euch vielleicht dran. Aber das sieht diesmal gut aus, oder? Ja. Ich würde sagen, wir müssen ein bisschen verstärken. Alter, punktgenau. Wunderbar. Ich habe mal eine Frage. Vielleicht kann mir das jemand beantworten. Hat der Lokführer eigentlich die Möglichkeit, wenn er so einen Triebwagen fährt, wie den jetzt hier zum Beispiel, dass wenn er sich hier rauslehnt, das machen die ja immer, um zu gucken, ob die Türfreigabe möglich ist, beziehungsweise ob die Türen verschlossen werden können, über eine Konsole hier, ja, die Türen auszuschließen, Handbremse, weil ich glaube, man kann tatsächlich, ich meine, dass die hier auch drüber beschleunigen können, ne? Ich bin mir nicht sicher. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Sind wir eigentlich pünktlich? Ja. Okay, Challenge, Leute. Kommen wir bis zur letzten Station pünktlich an. 5 nach haben wir müssen Wuppertal-Barmen Bahnsteig 4 um 14.07 Uhr sein. 1,9 Kilometer. Das sollten wir schaffen. Da bin ich ganz optimistisch. Das sollten wir ganz easy schaffen. Es juckt am Rücken. So. Das interessiert euch auf jeden Fall. Aber ich muss euch mal gleich was fragen. Ja? Ich habe gleich mal eine Frage an euch. Und zwar, es ist sehr verrückt, das Phänomen Zug, also Bahnstrecken und Züge an sich. Warum begeistert dich das so? Ist es die Technik? Ist es eine Faszination? Was löst das bei dir aus? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, das würde mich mal interessieren, weil ich sehe ja die Views von diesen Trains and World Videos und ich finde das sehr beeindruckend. Es gibt jetzt auch ein Video von mir, von Trains and World, welches eine 500.000 Aufrufe geknackt hat. Also es muss ich sagen, 500.000. Das sind keine Klicks gekauft oder so. Ja, sonst hätte ich das ja immer machen können. Nein, das Video hat wirklich 500.000 Aufrufe generiert und ich finde das krass. Das war Wuppertal-Barmen, Bahnsteig 4. Und da steht schon wieder ein Regional. Ach, das ist hier unser Kollege. Oh, der ist aber nicht weit gekommen. Aber der fährt schon wieder, ne? Verlässt, glaube ich, gerade eben den Bahnhof. Ja. Müsste auf Gleis 2 sein, wo der steht. Das feiere ich auch so, ne? Dass hier auch so KI fährt. Und man kann jetzt rein theoretisch den Zug einholen und diesen dann auch einfach übernehmen. Voll nice. Aber ich will bald mal ein Video machen, um zu gucken, wie schnell ich fahren muss, damit ich entgleise. Darauf freuen wir uns alle. So, Tür öffnen. Und liebe Community, wenn Sie denn gerade möchten, liebe Fahrgäste, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Däumchen auf dieses Video da lasst. Denn Support ist kein Mord. Das wäre richtig nett. So. Wir müssen ja noch die ganzen Szenarien spielen. Also einige Videos gibt es da noch, die ich hier hochladen werde. Aber ich wollte eigentlich auch OMSI öfter hochladen oder andere Simulatoren, ne? Deswegen, es lohnt sich, die Glocke für euch zu abonnieren, zu aktivieren. So. Oh, oh, wir sind zu früh. Aber ja, gut. Ich fahre schon mal. Warten Sie bis 14.25 Uhr und ja, gut. Nächste Haltestelle ist Wuppertal Oberbarmen, Bahnsteig 6, 14.09 Uhr. Sollen wir dort ankommen? Und tatsächlich, wenn ich gerade aufnehme, wir haben 14.14 Uhr. Was ich bei Trains and World auch noch cool finden würde, wenn man den Streckenverlauf ein bisschen selber bestimmen könnte. Ja, dass man zum Beispiel hingeht und sagt, man fährt jetzt bis Bahnhof X, stellt das Gleis um und fährt einfach wieder zurück. Ja, aber leider ermöglicht das das Spiel nicht. Und wenn ich jetzt mit der S-Bahn am Hagen Hauptbahnhof ankomme, oder mit der Regionalbahn, ist es so, dass ich den Zug gar nicht zurückfahren kann, sondern der fährt automatisch weiter. Da muss ich warten, bis ein entgegengesetzter Zug kommt. Also ich muss wirklich im Simulator warten. Ich kann euch das mal in einem Video zeigen. Ich muss wirklich... Oh, ich sollte mal hier langsamer werden. Kann sein, dass wir einen Gleiswechsel haben? Nein. Trotzdem werde ich mal hier langsamer. Ich glaube, eigentlich darf man nur hier 50 fahren. Ist das nicht so? Wobei, nö. Wird nicht so angezeigt. Oh, da steht schon wieder die Regional... der Regionalexpress. Es gibt einmal die Regionalbahn, den Regionalexpress und die S-Bahn. Jetzt bremsen wir aber mal.
Oder ist aber eine harte Bremse? Verkackt. Oder? Ich verkackt, Leute? Ja. Oder? Ja, es geht. Ja gut, hinterm Signal heißt verkackt. Wollen wir mal nicht so sein. War auch eine harte Bremsung. No, Einstein bitte. Kommen Sie rein in den Zug und fahren Sie Richtung Süd zum Mehmet. Da gibt es Döner. So. Tür schließen. Bis 25 muss ich warten. Okay. Hab ich. Lass ein Rennen fahren, Bro. Ich hab dich eingeholt. Haha. Aber der holt uns gleich ein. Die nächste Haltestelle ist Wuppertal Langenfeld, Bahnsteig 1, Gleis 1, 14:11. Bis jetzt sind wir sehr gut in der Zeit. Wie gesagt, ich habe mir eine Challenge gestellt, pünktlich zu sein. So, schneller darf ich nicht. Ah! So sieht es übrigens ohne Hut aus. Finde ich voll geil. Sieht echt cool aus. Also, ist echt ein hübscher Simulator, wenn die Oberleitung nicht mal... Aber ich kann euch sagen, wenn ihr einen leistungsstarken PC habt, versucht das mal in 4K zu spielen. Ja? Weil, dann ist alles gestochen scharf. Ja, guck mal, zum Beispiel hier jetzt. Sieht schon cool aus. Ja, ich mache immer gerne Screenshots. Auch die Physik, ich finde das echt cool. Aber ich lese immer wieder, dass ausgebildete Lokführer sagen, dass das Spiel sehr viele Probleme noch hat. Und gar nicht so tiefgründig ist, wie jetzt zum Beispiel, wenn man... Ich fahre jetzt auch ohne diesen Sicherheitsfahrschalter und ohne PZB und so weiter. Aber viele sagen halt, dass das ein bisschen komplizierter ist, als es hier aussieht. Weil ich beschleunige eigentlich nur mit A und D die ganze Zeit. Oder Bremse. Ja. Ah, ausschieben diesmal Fahrtrichtung rechts. Komm, ich will mit dem Regionalexpress ein Rennen fahren. Schnell, bleib stehen. Er ist noch nicht da, oder? Er kommt noch nicht. Ah, nein. Noch ist er nicht da. Warte, ich kann das hier sehen. Oh. Da werden die Güter transportiert. Ja, Güterzug sind wir auch schon gefahren im letzten Video. Da sind wir beinahe entgleist. So, Schwelm West. Jetzt kommen die ganzen Stationen, wo der Regionalexpress sich hält. Wo ist der denn? Das ist ziemlich lahmarschig, der Kollege, ne? Und nächste Halt ist Schwelm West. 14:14 Uhr sollen wir da sein. Ah, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Der will ein Rennen, Leute. Das ist ja wie bei Need for Speed hier. Apropos Need for Speed, da bin ich auch überlegen, ob ich ein Video machen soll. Mal gucken, wie das so ist. Einfach so ein angezockt. Hättet ihr Bock da drauf? Einfach so ein angezockt Video von Need for Speed. Mal gucken, das neue Heat. Könnte vielleicht interessant sein. Oh, der holt uns ein, Leute. Scheiße. Der holt uns ein. Dürfen Lokführer sich eigentlich mit... Das wollte ich auch mal fragen. Mit Licht grüßen? Nee, ne? Da kommt er. Mist, der holt uns ein. Schade. Naja. Kannst du nichts machen. Vielleicht schaffen wir es ja, den auch dann wieder 80 nachher, okay. Aber ich bin zu schnell wieder reingefahren. Ich hab verpeilt, Leute. Ich hab mich auf was anderes fokussiert. Ey, bleib stehen, Zug. Ich habe mich gerade noch so gelobt. Ich habe mich darauf fokussiert, die andere Lok einzuholen. Mann! Ärgerliche Situation für uns alle. Ja,
Ich muss jetzt erstmal hier warten, aber ich fahre schon mal zum nächsten Bahnhof, weil ich stehe hier so bescheuert. Wenn das mein Ausbilder sieht, kriege ich Ärger. Also ihr. Da kann ich ja auch warten. Train Porn. So. Hier ist eine Baustelle, guck mal. Okay. Ich finde aber relativ wenig S-Bahn-Verkehr auf der Strecke hier, ne? Ist das im realen Leben auch so? Müssen wir mal die Fahrpläne angucken. Dann weiß man darüber Bescheid. Schwelm! Nächste Station. So, ich räume mal ein bisschen langsam da rein, damit ich diesmal den Bahnhof nicht verpasse. Wir sind sogar zu früh, Leute. Wir sind einfach zu früh. So. Ah, da steht schon wieder unser Kollege. Aber hier trennen sich unsere Wege. Jetzt, der fährt nämlich jetzt unten den Abschnitt, den wir gefahren sind schon mit dem Regionalexpress. Und wir fahren jetzt oben rum. Ja? Wenn ihr Bescheid wisst. Dann fahren wir ganz langsam, ganz musi-pusi da rein. Wir fahren nämlich jetzt unten lang und der Zug fährt oben, glaube ich, lang. Ich finde immer, wie wenn beim Lidl die Brötchen fertig sind, ne? Gleiche Geräusch. Tschüss. Man sieht sich vielleicht in Hagen gleich. Aber der ist deutlich schneller da als wir. Ja, wir müssen sowieso noch warten, weil wir sind viel zu früh. Wir müssen bis 16 nach und 25 Sekunden warten. So, jetzt kann ich euch das ganz gut zeigen. Seht ihr, der Regionalexpress fährt jetzt hier unten lang und wir fahren jetzt hier oben lang. Ja. Hier, das ist unser Streckenabschnitt. Genau. Also wir fahren jetzt hier hin. Ja. Schon mal die Türen schließen. In Schwelm. Ah! Oh Gott, hat der mich erschrocken, Alter. Wo kommst du denn her, Junge? Alter. Junge, Junge, Junge. Kriegst du Herzrasen. Gevelsberg West ist unsere nächste Station. Gevelsberg West. Haben wir Gevelsberger in den Kommentaren? So, ich fahre mal ein bisschen langsam, weil es hier ist abschüssig. Schön langsam, schön langsam. Oh, ich hab vergessen, warte mal. Hä? Ist das hinten dunkel? Nö. Hä? Was haben wir durch Tunnels? Löffels und Tunnels. Cooles Bild eigentlich. Train in the Tunnel. Oh, wir werden zu langsam. Voll die Steigerung hier. Ich kann es halt nachher bei Instagram hören, mal, weil die Leute alle mein Bild kommentieren. Ehre. Muss man mein Handy umdrehen. Nervt ein bisschen, lenkt ab. So, hier dürfen wir nur 80 fahren. Krass. Ist ja nix. Gevelsberg West. 20 nach sollen wir da sein. 17, 18 nach haben wir. 2 Minuten noch für 2 Kilometer. Ja, sollte machbar sein. Es sollte machbar sein. So. Und dann haben wir auch noch einen Tunnel. Also, Entschuldigung. Manchmal kommt mir das Kleinkind in mir durch. Aber nur manchmal.
80 ist auch so eine Geschwindigkeit, ne? Ich weiß nicht, auch beim Autofahren. Ich würde es einfach nicht haben. Ist einfach so nichts. Aber schönes herbstliches Wetter haben wir. Letztens noch im Schneesturm gefahren, heute hier mit wunderschönen herbstigen Temperaturen, schöne orange Bäume. Top. Ist in Gevelsberg nicht auch ein Betriebswerk? Nee. Nee. Nee, ihr habt nichts gesagt. Also hab schon was gesagt, aber hab's nicht, dann meine es nicht so. Nächste Haltestelle, Gevelsberg. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Wenn ich so langsam fahre, als ein Vorteil, ich überfahre keinen Bahnhof. So wie zuletzt. Sagt er und überfuhr den Bahnhof. Nein! Nein! Ja, wer vorne aussteigt, hat ein Problem. Bitte nicht tun. Und die zweite Tür auch nicht. Oh, ich bin so ein Dulli. Hör mal, Jewelsberg. Oh Gott, da geht das bestimmt petzen. Ich glaube, ich habe die Tür zu früh zugemacht. Oder? Ja. Mach zu, den Lachs. Mann, Mann, Mann. So, nächste Haltestelle ist Gevelsberg Kipp. Um 14.23 Uhr sollen wir da sein. Wir sind auch pünktlich. Ich hatte eigentlich eine coole Idee für einen Vlog, Leute. Den wollte ich euch mal erzählen. Und zwar wollte ich zur Deutschen Bahn in ein ICE-Werk. Ich wollte fragen, ob die Lust darauf haben und ein Video machen und euch das mal zeigen. So ein Vlog, wie ich damals am Frankfurter Flughafen gemacht habe. Ihr erinnert euch sicherlich, ne? Über die Ausbildungsplätze. Ich glaube, das wäre sehr cool und wäre auch sehr gut angekommen. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Würde ich auf jeden Fall hart abfeiern. Ne? Ist manchmal so ein bisschen schwierig mit solchen großen Konzernen. Weil das über 30 Millionen Ecken geht und so weiter. Ich sag euch das. So. Das sieht doch diesmal besser aus. Ja. Einstein bitte. In Jewelsberg. LOL. Alle runtergefallen. Habt ihr gesehen da hinten? Guck mal, die... Das ist auf jeden Fall behindertengerecht hier. Ja gut. Das passiert, Leute. Kann ja immer passieren, dass man in den absoluten Abgrund fällt. Zwischen Zug und Bahnsteigkante eingeklemmt. Ist doch toll. Schon wieder hier warten. Bin einfach zu gut. Alter, ich muss eine Minute hier in Gevelsberg Kipp warten. Oh, warum? So früh. Haben wir irgendwas vor uns oder so, dass das Gleis gespielt? Nö. Nö. Das sieht alles Roger in Kambodscha aus. So viele Stationen sind das gar nicht, die wir fahren noch, ne? Warte mal, hier sind wir. Dann fahren wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Krass. 6 Stationen, dann sind wir schon da. So, ich will ja gut in der Quote sein. Vorsicht bei der Einfahrt, hier fällt ja gar nichts ein. Ich glaube, man würde auch einen Zug niemals mit 100% Leistung beschleunigen. Aber ich bin ja kein Lokführer. Ich bin ja nur hier der Dennis, der gerade ein Eisenbahnspiel spielt. Und auch Bus-Simulator, Omsi, wie gesagt, ne? Da sind wir ja durch München gefahren. Und da sind Sachen passiert, Leute.
Ich kann euch echt nur sagen, also wenn wir da wirklich das Let's Play vom fortsetzen sollen, das wird mich noch einige Nerven kosten. Und euch auch. So, Gevelsberg Hauptbahnhof. Ich glaube nicht, dass Gevelsberg einen Hauptbahnhof hat, aber Gevelsberg Bahnhof. Gevelsberg Bahnhof. Ausstieg in Richtung rechts. Sommer. Nächster alte Gevelsberg. So, richtiger Kölner Lokführer. Oh, was war das? Ist mal kopflos bekommen. Go in the train and drive through the road, the track. Schön hier in Gevelsberg, guck mal. Gibt's ja einiges. Anscheinend nicht. Ich war zum Beispiel noch nie in Gevelsberg. Ich weiß nicht mal, wo das liegt. Aber an alle Leute, ich freue mich für die Gevelsberger, dass ihre Stadt in Train Simulator verbaut wurde. Schon wieder hier warten. Alter, wir sind einfach zu früh und zu gut. Ah, Leute, Leute. Was ist denn da los? Ich bin, glaube ich, der Lokführer, der bei der Deutschen Bahn eine Auszeichnung kriegt. Und zwar Pünktlichkeits-Award. An nächster Haltestelle müsste auch wieder irgendwas mit Gevelsberg sein. Und dann kommt schon Hagen, glaube ich. Gefjasszug. Gevelsberg knapp 29 Uhr da. 29 nach sollen wir da sein. Habe ich gerade 29 Uhr gesagt? Bin ich doof? Kennt ihr das, wenn man manchmal Sachen sagt, die man eigentlich gar nicht sagen will und man redet die einfach hinaus? Willkommen in meinem Leben. Oh. Das ist schrecklich. Ich will einmal gerne einen Zug selber steuern, ne? Gibt es nicht irgendwie so ein Werk oder so, wo man mal machen kann? Einen Hebel nach vorne drücken und zurück? Ah! Leicht gesagt. Ich finde, Lokführer haben auch einen sehr verantwortungsvollen Beruf. Weil ich meine, guck mal, wenn du so ein ICE fährst, du fährst 300 Stundenkilometer zum Beispiel, oder auch eine S-Bahn, fährst du 120, 160. Und es kann immer was passieren. Ja, und du hast mit so vielen Menschen zu tun, die du durch die Gegend transportierst. Also... Finde ich, Piloten werden ja immer in den Himmel gelobt. Ja, okay. Ist auch ein krasser Beruf, aber ich finde ein Lokführer oder jemand, der eine Straßenbahn oder einen Bus fährt, durch eine Großstadt, wie zum Beispiel Köln, finde ich halt auch ziemlich heftig. Und die Leute rennen immer über die Straßen, über die Schienen und so weiter, ohne zu gucken, gaffen auf ihr Handy. Es gibt ja sogar Leute, die an Bahnsteigen der Deutschen Bahn nicht die Unterführung nehmen. Also die nicht runtergehen und dann hinten wieder hoch, sondern die gehen einfach über die Gleise, weil sie den Zug nicht verpassen wollen. Und dann, wenn einer vom Zug erfasst wird, ist das Geheule groß. Eieiei. Guck mal, hier können wir ganz easy reinfahren, weil wir nämlich schon wieder zu früh sind. Ich fahre doch genau sogar nach Vorschrift, wie schnell ich fahren darf und so weiter. Und ich bin die ganze Zeit zu früh. Aber anhand der Länge dieser Folge oder dieses Videos könnt ihr auch abmessen, wie lang ungefähr die Strecke ist. Ja, ich würde sagen so 40 Minuten. 30 Minuten, 40 Minuten am Anfang, wenn noch ein bisschen gequatscht. So, einsteigen bitte. Hier werden wir jetzt gleich wieder warten müssen. Wie voll ist eigentlich mein Zug? Sag mal. Hallo. Oh, gar nicht so voll, oder? Da hinten steigen ein paar Fahrgäste ein. Guten Tag. Ich hoffe, es gefällt Ihnen in unserem Zug. Ja, Economy Class. Aha! Was ist das denn? Wo gibt's denn hier die... Was ist das dann hier? Erste Klasse, okay. Ja, gute Übersetzung auf jeden Fall. Oh Gott, wir müssen bis 29:25 hier warten. Na gut, können wir uns mal ganz kurz den Bahnhof Gevelsberg knapp angucken. Ob es irgendwas gibt. Boah, das Häuschen hätten die aber auch mal hier. Meine Güte. Gibt's denn einen Fahrplan, den wir aufhängen können? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, ich gehe mal wieder zurück, weil wir müssen, oder? Vielleicht da oben? Oder auf der anderen Seite? Ich schaff das! Wir haben noch ein bisschen Zeit. Kann ich hier irgendwo einen Fahrplan auf... Da! Tada! 4 von 20! Nice!
Alter Schwede, bin ich ein guter Mensch. Sorgt dafür, dass unsere Fahrgäste auch die Information haben, an welcher Zug wohin geht. Ist auch dumm so, dass die hier am Gleis warten, ne? Weil das ist ja der einzige S-Bahn oder Zug, der hier in Gevelsberg knapp fährt. Aber gut. Oder ich weiß es nicht. So, haben wir noch eine gute Tat vollbracht, Leute. So, nächste Haltestelle dürfte dann irgendwas mit Hagen sein. Genau, die ist hier. Dann hier. Ja, okay. Können wir schon mal beschleunigen. So, nächster Bahnhof ist Hagen Westerbauer. Da sollen wir um 31 ankommen. Also der Abschnitt immer ist relativ kurz, ne? Zu den einzelnen Stationen. Kannst ja fast schon laufen. Weil ja, die Bahntickets sind schon teuer, finde ich. Also ich meine, guck mal. Wenn ich von Troisdorf mit der S-Bahn nach Köln fahren möchte, dann kommt eine Station, ja, also von Troisdorf sprich, da wo ich wohne, eine Station nach Köln-Porz kostet mich 3,80 Euro oder 3,90 Euro inzwischen sogar. Überleg dir das mal, wie viel Geld das ist. Für eine Station, für 3 Minuten Bahn fahren, finde ich schon heftig. Das ist schon eine ordentliche Summe. Ich meine, alle sagen, man nimmt die Bahn als Alternative anstatt zum Auto. Aber dann, wenn man sich so die Preise anguckt, teilweise, puh. Schon heftig. Und jetzt stell dir mal vor, du willst mit deiner Familie am Wochenende einen Ausflug nach Köln machen. Anhand meines Beispiels jetzt. Na, Prost Mahlzeit. Prost Mahlzeit, Leute. Einfach verschwunden, der Kerl jetzt. Morgen bei Akte X. Ne, X, wie heißt das? Aktenzeichen ungelöst. Mann. Am Hagen Hauptbahnhof verschwunden. Wo ist er hin? Oh, nicht dein Ernst. Mann, ist schlecht getimed. Wir müssen sowieso warten. Ich hab richtig schlecht getimed. Egal, wenn man den Feuerlöscher nehmen könnte und Leuten ins Gesicht spritzen könnte damit. Was? So. Hagen Heubing. Warte. Ich mach das immer, um euch zu ärgern. Hagen Heubing. Okay, war eine Warngeschwindigkeitstafel von 80. Ja. Ah, es wird gleich, glaube ich, eingleisig. Kann das sein? Eingleisige Beziehung. Ne, es wird hier. Ne, hier noch nicht. Hier wird es eingleisig. Hier. Kurz vor Hagen Hauptbahnhof. Ja. So sieht's aus. Die Originalstrecke von dem Zug geht ja länger, ne? Die S8, die fährt ja, glaube ich, noch länger, oder? Ich fahre mal ein bisschen langsamer da rein. Ja, ich sag ja. 80. Hätte ich mir auch denken können. Das wurde ja angekündigt. Manchmal ist es gar nicht einfach, sich zu konzentrieren und zu erzählen und dabei dieses... und einen Simulator zu spielen, finde ich. Aber ich freue mich so auf den Flight Simulator 2020. Den werden wir auf jeden Fall spielen, Leute. Könnt ihr euch auf Videos freuen. Das sieht so gut aus. Ich freue mich so hart darauf. So, jetzt sind wir in Hagen-Heubing. Auf dem Gleis 1. Fahren wir ein. Stop right now, train. Open the doors. Come in my friend in the train. Oh, hier ist ja gar nichts los.
So, dann können wir wieder weiterfahren. Türen schließen. Tür schließen. Hagen, Weringhausen, 14.36 Uhr. Da müssen wir jetzt gleich ein bisschen langsamer fahren, denn das wird eingleisig. Verstehe ich nicht, warum man das baut. Welchen Effekt hat das? Das ist bestimmt eine ältere Strecke. Und übrigens wieder Better Day. Seht ihr das hier? Ach, toll. Jetzt müsste es besser sein. Ja. So, jetzt haben wir eine Strecke mit einem Gleis in beide Richtungen. Da gab es ja damals diesen tragischen Unfall, ne? Und dass im Stellwerk ein bisschen verpennt wurde. Ich habe es nicht mehr so grob in Erinnerung. Es ist natürlich tragisch, wenn uns eine S-Bahn entgegenkommen würde. Warum haben die das eingleisig gebaut? Das verstehe ich nicht. Ist doch voll unpraktisch. So. Ich will ein bisschen langsamer werden. Mit einem wunderschönen kleinen Ausblick auf die Hagener Stadt hier rollen wir da schön rein. Boah, 3% geht es hier nach unten. So, stopp! Ja, das ist unsere vorletzte Station, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr habt euch in Form eines Likes ein Ticket geholt. Und ich bedanke mich bei allen Leuten, die bis hier geguckt haben. Finde ich mal geil, wenn die Leute sich das ganze Video reinziehen. Achso, viele von euch gucken ja auch gerne GTA Roleplay, ne? Ich habe auf meinem Zweitkanal Heideltraut... müsst ihr mal googeln oder bei YouTube suchen. Alle Folgen vom aktuellen Stand fast hochgeladen. Das heißt, wenn gestern ein Stream war, der sollte übermorgen kommen auf YouTube. Das bedeutet, da ist fast alles aktuell. Ja, und wenn ihr also schon mal RP verpasst habt oder gar nicht wisst, was es ist oder euch die erste Folge reinziehen wollt oder so, dann guckt gerne auf YouTube vorbei, auf dem Heideltalk-Kanal. Da findet ihr von Folge 1 in der Playlist alle... alle Momente von Walter Weiß auf dem Server Nameless, also gerne reinziehen. Da spielen wir den Chief of Police, also den Chef der Polizei im LSPD. Und jeder Spieler, den ihr seht, wird von einem richtigen Spieler verkörpert. Und dadurch entstehen mega geile Stories und so mit Gangs und müsst euch mal reinziehen. Ist sehr, sehr cool. Ist wie eine Serie, sagen viele. Ja. Und das gibt's immer mittwochs, freitags, sonntags live auf meinem Twitch-Kanal Heideltraut, immer so gegen Abend. Also wenn du Bock hast, ziehst du gerne mal rein. So, Hagen, Bahnsteig 11. Ah, die Regionalbahn oder den Regionalexpress, den wir vorhin gesehen haben, ist leider nicht mehr da. Ah, schön die lange Wurst da rein in den Hagenbahnhof. Ich finde das grafisch immer noch sehr nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Sounds und so. Ich mache mal gerne Bilder davon. Tschüss! So, hier steht der Kollege bereit. Dann haben wir es gleich geschafft. Dann haben wir einmal die ganze S-Bahn-Strecke gefahren. Ja, einmal unter dem Zug gekommen, okay.
So, alles einsteigen bitte oder aussteigen. Ladies and Gentlemen, willkommen am Hagen Hauptbahnhof. Dieser Zug endet hier und fährt jetzt zurück nach Wuppertal. Ja, steigen Sie ein, machen Sie, was Sie wollen. Achso, wir können auch ganz kurz, wenn wir wollen. Zugverband. Ja, S9. Fertig. So, alles ausstellen. Ja, that's it. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da oder ein kostenloses Abo und aktiviert gerne die Glocke. Und wir sehen uns dann wieder bei einem weiteren Video zu Trains and World oder OMSI 2 oder anderen Spielen. Gerne hier einfach auf dem YouTube-Kanal gucken und das letzte Video, was euch jetzt in der Endcard angezeigt wird, auch einziehen. Peace, Leute. Bis zum nächsten Mal.